Es wird unglaublich viel interpretiert und spekuliert, wenn es um die Gesetze und vor allem um das Gesetz der Anziehung geht. Für mich ist absolut Fakt, dass man die Frequenz der Sache sein muss, die man anziehen will. Aber hast du das wirklich verinnerlicht und weißt, wie es funktioniert? Wir alle haben eine Grundschwingung, sie ist einzigartig, sie ist dein Leuchten und sie strahlt die Signaturfrequenz deines einzigartigen Wesens aus. Diese Frequenz, diese Energie, die hört niemals auf, alles ist in Bewegung. Jetzt alles, was mit dieser Frequenz im Einklang ist, kommt zu dir und alles, was nicht auf diese Frequenz ausgerichtet ist, wird von dir ferngehalten. Wenn die Dinge, die auf deine Signatur ausgerichtet sind, trotzdem nicht zu dir kommen, dann liegt es vielleicht nicht daran, dass du nicht in der Resonanz schwingst, sondern es liegt vielleicht daran, dass deine ganzen Ansichten, Definitionen, Schlussfolgerungen und Bewertungen dazwischen stehen. Vielleicht solltest du nicht immer nur an das denken, was du anziehen willst, sondern auch, wie du lernen kannst, diese Ansichten, diese Schlussfolgerungen zu verändern, so dass du immer das anziehst, was du auch anziehen willst.